meiner aktiven Freunde und herzlich willkommen heute wieder zu einer Runde MW3 in alter Frische. Ja Mann, wir werden mal wieder zwei, drei Runden frei für alle zocken, je nachdem wie es läuft. Natürlich im Idealfall eine Moab, man kennt ihn. Ja Mann, mir ist gerade nochmal aufgefallen, wie krass eigentlich MW3 ist, ne? Jetzt mal ganz ernsthaft. Allein schon im Klasseneditor, dass du bei jeder Klasse dir deine Streaks einstellen kannst. Das finde nur alleine deswegen sind die ganzen neuen CODs für den Arsch. Naja, man kennt ihn. Ich werde jetzt eine Runde suchen. Frei für alle. Mal schauen, wie die Lobbys sind. Wenn die Lobbys nicht gut sind, zocken wir Team Deathmatch. Und dann sehen wir uns gleich in alter Frische. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Da sucht man die erste Lobby und da sieht man hier so einen Hobbylosen, der direkt mal wieder unsichtbar ist. Der kann halt absolut gar nicht spielen, aber ist halt unsichtbar. Ja, was soll ich dazu sagen? So, Freunde, wir joinen gerade rein. Frei für alle auf Village. Sehr geile Karte. Ja, Lobby sieht auch okay aus. Zumindest was den Score angeht. Ah, ich werde mal zum Aufwärmen erstmal. Ich habe mich nicht aufgewärmt. Werde ich erstmal Streak spielen. Um einfach ein bisschen warme Hände zu bekommen. Dann können wir in der zweiten Runde vielleicht nochmal versuchen, auf Mob zu gehen. Kappa. Da ist einer. Immer Bewegungssensor oben aufs Dach. Damit den niemand kaputt machen kann. So, oh ja, die ACR. So eine schöne Waffe, ne? Viele sagen Noob-Waffe, dies, das. Wie konnte der denn nicht down gehen? Digga, das wäre ein schöner Kill gewesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eigentlich war ich doch gut drauf. Weiß nicht, was da jetzt verkehrt war. So, hier ist natürlich kein Dach. So, schauen wir mal. Also einmal die Streaks und dann läuft es eigentlich auch. Hier ist eigentlich scheiße zu patrouillieren. Komm, wir ziehen durch. MW3 ist so ein schönes Spiel. Da war einer. Hab ich ganz genau gehört. Oder auch nicht. Boah, Glück gehabt, da hat er gerade auf cool Waffenwechsel gemacht. Man kennt ihn. So, vielleicht machen wir doch hier die Streaks kurz voll. Da ist noch einer. Ey, was ist denn das, Mann? Vorsicht! Ach, der hat gar nichts drauf, außer vielleicht, keine Ahnung, das war einfach schlecht geaimt. Und ich verliere das Duell. Belastend. Oh. Letztes Gefecht. So eine Scheiße. So, hier ist natürlich Beste. Hey! Ey, was ist das für ein Spawn? Was ist das für ein Spawn? Dazu sage ich einfach gar nichts. Da gucke ich richtig zornig. Was für ein Drecks-Spawn. Also sowas habe ich ja schon wieder lange nicht mehr erlebt. Och, nö. Mal nicht diesen. Guck mal, hier. Guck dir den an. Hey. Ja, als erste Granate und dann Noobtube. Ja, geil. Die erste Runde gefängt er wieder richtig gut an hier. Wo ist der Wichser? Nee, komm. Ich darf nicht so viel ragen, weil, wie wir wissen, aus den letzten Runden, wer zu viel raged, verliert die Runde. Feindliche Cobra im Anflug. Natürlich hat er jetzt auch eine Cobra. Man kennt ihn. Der hat auch gern Streaks, habe ich das schon erwähnt. Ja, gut. Wird direkt gegeiert. Achtung, feindliche Vorräte. So, vielleicht jetzt nochmal. Da ist einer, ist mir egal. Alter, hat der mich weak gemacht. Der ist hier. Ne, das mache ich nicht. Ich brauche eine neue Waffe. Ja, die Claymore, die Sicherheitsclaymore. Ja, und jetzt rein in der Olga. So, perfekt. Jetzt muss ich kurz abwarten und kurz campen. So, Heli ist da. Locker Spawner, ja. Kurz campen, anders geht's nicht. Muss kurz campen, ich höre ein.
Ich muss kurz campen wegen Streaks. Kein Bock jetzt allen davor zu sterben. Oh mein Gott, habe ich da Glück gehabt. Junge, Junge. Ja, das Glück muss auch mal auf meiner Seite sein. So sieht's aus, Freunde. So, jetzt müssen die Streaks nur kurz einmal rasieren. Aber die, wir lernen, die wurden ja eben sofort gegeiert. Das heißt, ich muss jetzt sowieso rumlaufen. Ja, mach doch mal ein paar Kills hier, Streaks. Ein paar Kills, danke, bitte, komm. Streaks, Streaks, Streaks. Mach einen guten Job. Guck mal. Da wird der Helikopter von The Neptune Dog, oder wie der Wichser heißt, genau, sofort gegeiert. Und ich bin mal auf seinen Score gespannt. Da werde ich jetzt mal ganz schnell luschern. Ja gut, das ist der Zweitplatzierte. Der so richtig auf Panik, er will noch gewinnen. So richtig auf Panik, er will gewinnen. Hä? Hä, wo ist er hin? Da hinten ist er. Lauf nicht weg, mein Junge. Er will wieder geiern. Guck dir diese Leute an. Die gehören gebannt, gehören die. So. Wo spawnen die Gegner? Gegner, Gegner, wo seid ihr? Wo seid ihr? So. Die Runde sollten wir eigentlich, wenn alles gut läuft, gewinnen. Oh ja, die ACR ist einfach eine schöne Waffe. Gerade mit Schalldämpfer und so. Schon eine schöne Waffe. So, nochmal das Ding hier raus. Vielleicht ein Double Kill. Nee. Oh. Ein Kill, okay. Kann ich mitleben. So, ich brauche jetzt nochmal dringend Kills. Ansonsten verliere ich die Runde hier doch noch. Wo spawnen denn die Gegner jetzt? Hier spawnen doch sonst immer die Gegner. Guck mal. Das ist doch schon wieder schlecht. Ich muss jetzt rumlaufen, es geht nicht anders. Guck mal, Gleichstand. Also Neptune Dog kann aber auch sein, dass er anhat. So wie der hier den... Helikopter steht bereit. Verbündete, jetzt bin ich überfordert. Ja! Alter, aber wie knapp, Digga. Mit einem 30 zu 5. So lobe ich mir das. Schöne Runde. Digga, das war richtig knapp. Ich weiß nicht, ob der Neptune Dog was anhatte. Bei 29 zu 16 eher nicht. Aber der hat zum Schluss nochmal ganz gut Druck gemacht. Scheiß drauf. Gewonnen. Und ein schöner Sieg. Neue Runde. Let's go. So, Freunde. Neue Runde. Let's go. Frei für alle auf Fallen. Lobby ist so Pi mal Daumen okay. Spiele ich jetzt Spezialist? Ja, komm. Wir spielen Spezialist. AK. Wenn ich sterbe, dann Specky MC Fett. Also da sehe ich schon, das kann eigentlich nichts mit Moore werden. Na, schauen wir mal. Man braucht halt wirklich, für Moore braucht man einfach eine gute Lobby. Ist einfach mal so. So, wo sind die Gegners? Und ich weiß, es heißt Gegner, aber ich sag einfach lieber Gegners. Finde ich, hört sich nicer an. So. Vielleicht mal hier oben abcampen. Na, was mache ich jetzt, hä? So, zack, zack. Hab ich dich gehört, du Schlängel? Hier ist man natürlich so ein wenig in der Zwickmühle. Lagebericht. Och, nee, ich muss hier weg. Ganz schnell muss ich hier weg. Ich muss hier einfach weg. Kein guter Spot. Hier ist schon besser. Bei dem anderen bist du einfach so krass gefangen. Ich habe auch das Gefühl, dass das hier schon schwer sein wird. Digga. Das Plünderpaket hat sich gerade richtig gut angefühlt. Oben kommt einer. Da ist einer. Spezialistenbonus ist da. So. So. Und jetzt hier hin. Hier kannst du mich auch gut patrouillieren. Den krieg ich nicht. Digga, richtig angespannt. Nasenbluten. Wo ist er hin? Ich höre ihn trampeln. Schnell weg, schnell weg, schnell weg.
Boah, Digga, richtig angespannt. Gerade richtig das angespannte Verhältnis mit MW3. Boah, ich brauche dringend ein Plünderer, ja. Plünderpäckchen. Bleib mal stehen, Kollege. Danke. Ach ja, natürlich kriege ich die Predator ab. Wer sollte sie auch sonst abbekommen? Natürlich kriegt der Monte sie ab. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Noch ärgerlicher. Oh, ey, der Level 6er. Der hat absolut keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, aber er holt mich einfach, indem er mich da oben wegschimmelt. So, den habe ich aber wenigstens jetzt. Oh, komm. Streaks, Streaks, Streaks. Ich brauche die Streaks. Nein, Mann, du. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ja, sehr schön. Helikopter einsatzbereit. So, Heli, mach mal ein bisschen was, bitte. Verbündete Cobra nähert sich. Heli, Heli. Da ist einer. Sehr schön. So, kurz mal seine AC. Oh, guck mal. Direkt gegeiert. Direkt. Der hat nicht einen Kill gemacht. Von diesem irgendeinem Sack oder so. Ich schau mal gleich, wie viel da steht. Wie letzte Runde. Ja, und da sterbe ich natürlich. Guck. Mit 13 zu 8 hat der es echt nötig zu geiern. So ein Affe. Gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn jemand deine Streaks geiert. Und die... Die haben noch nicht einen Kill gemacht, die werden trotzdem einfach gegeiert. Da kennen die Leute einfach nichts. Oh mein Gott. Wie ich veraimt habe. Naja, für ihn hat es gereicht. Komm schon. Gib mir noch mal ein paar Kills jetzt hier. Runde gewinnen. Ziel. Wo ist er? Oh. Schnell raushauen. Nein, 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 da ist einer. Hoffentlich sieht er mich nicht. Nee, er war so doof, hat mich nicht gesehen. Komm schon. Sehr schön. Gewinnermusik hört sich schon mal ganz gut an. Das ist Motivation für mich. Komm schon. Nein, 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 nein. Och, ärgerlich, 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 wie ich da gestorben bin. Das war aber auch schlecht von mir gemacht. Ach komm, scheiße. Ja, das habe ich jetzt wohl aus der Hand gegeben. Er spielt wirklich mit EMP, ne? Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, Sniper. Nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mach einen easy Kill für mich, danke. Oh, ein Kill noch, glaube ich. Nein, er hat deine Ecke geschimmelt. Feindlicher EMP, warum schmeiß ich überhaupt das Ding? Komm, ein Kill jetzt noch. Ey, wer spielt auch mit EMP? Ja, hier, hier, hier. Nee, braucht nur noch einen. Ja, das ist meiner, das ist meiner. Nein! Och, Mann, ey. Naja, 29 zu 8, Digga. Davor die Runde hatte ich übelst Glück mit einem Kill und hier, ich war genau hinter ihm, hat Chris 16, auch der Deutsche, mehr Glück gehabt. Naja, kann man nichts machen. Let's go, wieder schauen und reinhauen.